findet was für jemanden und man traut sich einfach nicht, das auszusprechen, oder? Man denkt, man kann es auch noch ein anderes Mal sagen. Ja. Okay, das ist jetzt sicher erstmal total überraschend für dich, aber... Ja, es ist tatsächlich so, wie es aussieht. Entschuldigung, ich wollte gar nicht stören. Geh doch, Bastian! Vorsicht! Ich weiß, ich wiederhole mich und ich hasse es, mich zu wiederholen. Aber was Sie hier tun, meine Herren, ist eindeutig Sache des Personals. Die Tür. Bitte. Na los, machen Sie schon. Judith, pass mal auf. Also ich, ja? Ich habe immer direkt gemerkt, ob ich in jemanden verliebt bin oder nicht. Sogar bei Olli. Obwohl ich damals noch nicht mal wusste, dass ich überhaupt was für einen Mann empfinden könnte. Das klappt morgen hoffentlich besser. Gestern wolltest du nicht normal mit mir reden und heute... Ich war drüber. Es tut mir leid. Kann man dem Blick widerstehen? Übernimm dich mal nicht. Du weißt schon. Jetzt denk doch mal an was anderes. Außerdem, Bewegung tut meinem Herzen gut. Du hast doch gesagt, du bist in dich gegangen, Bald. Bin ich auch. Ja. Bist du hier? Hatte wahrscheinlich die ganze Zeit recht mit seinen Vermutungen. Dir ging es hier nie darum, irgendwelche coolen Events aufzuziehen. Das war alles nur Masche. Damit du hier deine Drogen verticken kannst, um vielleicht noch um mich in die Kiste zu kriegen. Jetzt hör doch mal mit diesem Spinner auf. Hey! Eine Dogge. Das wäre so eher meine Größe maximal. Nimm's nicht persönlich. Mag Hunde eben lieber als Pferde. Eindeutig. Findet was für jemanden und man traut sich einfach nicht, das auszusprechen, oder? Man denkt, man kann es auch noch ein anderes Mal sagen. Ja. Ich würde es ja auch gerne wissen, wenn ich jemandem etwas bedeute. Wirklich? Okay, das ist jetzt sicher erstmal total überraschend für dich, aber... Ja, es ist tatsächlich so, wie es aussieht. Ja. Entschuldigung, ich wollte gar nicht stören. Geh doch, Bastian! Willst du dir nicht erstmal was anziehen?
weiß, ich wiederhole mich und ich hasse es, mich zu wiederholen. Aber was Sie hier tun, meine Herren, ist eindeutig Sache des Personals. Die Tür. Bitte. Na los, machen Sie schon. Unter Protest, meine Herren. Nur unter Protest. Judith, pass mal auf. Also ich, ja? Ich habe immer direkt gemerkt, ob ich in jemanden verliebt bin oder nicht. Sogar bei Olli. Obwohl ich damals noch nicht mal wusste, dass ich überhaupt was für einen Mann empfinden könnte. Also ich habe die Story ein bisschen anders in Erinnerung. Nein, ich bin nicht in Olli verliebt. Ich muss mich gegen meine Gefühle wehren. Haben wir nicht gerade von dir gesprochen? Das klappt morgen hoffentlich besser. Sonst muss halt morgen der Chef ran und ich werde einfach nur feiern. Ah ja, das hättest du wohl gern, ne? Gestern wolltest du nicht normal mit mir reden und heute... Ich war drüber. Es tut mir leid. Kann man dem Blick widerstehen? Versuch's. Übernimm dich mal nicht. Du weißt schon. Jetzt denk doch mal an was anderes. Außerdem, Erwägung tut meinem Herzen gut. Du hast doch gesagt, du bist in dich gegangen, Bald. Bin ich auch. Ja. Ich bin froh, dass ich jemanden habe, den ich liebe und der auf mich wartet, egal was passiert. Alles in Ordnung? Bist du hier? Du hast mich heute gerettet. Christian hatte wahrscheinlich die ganze Zeit recht mit seinen Vermutungen. Dir ging es ja nie darum, irgendwelche coolen Events aufzuziehen. Das war alles nur Masche. Damit du hier deine Drogen verticken kannst, um vielleicht noch um mich in die Kiste zu kriegen. Jetzt hör doch mal mit diesem Spinner auf. Hey, dieser Spinner ist mein Freund, den ich liebe. Der tausendmal mehr wert ist als so ein abgehalfterter Junkie wie du. Also hau ab und lass dich hier nicht mehr blicken. Eine Dogge. Das wäre so eher meine Größe maximal. Nimm's nicht persönlich. Mag Hunde eben lieber als Pferde. Eindeutig. Aber warum lache ich mir auf einem Pferdewett an? Hundetrainer hat's doch auch locker getan. Du liebst eben das Risiko. Ja, ja.